Servus Leute und willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Cusco. Ja, ich habe auch herausgefunden, warum meine Mods nicht funktioniert haben. Ich habe sie schlicht nicht aktiviert. Jetzt sind sie wieder da. Heißt Kastilien, heißt wieder Kastilien und nicht Kastil. Und ja, Map Mode Buttons sind auch wieder da. Ich mag die Dinger. Das ist echt praktisch, wenn die Teile da sind. Aber gut. Wir sind ja gerade eher dabei zu warten und zu kolonialisieren, weil wir gerade nicht allzu viel mehr machen können. Ich meine, wir können den Franzosen den Krieg erklären, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt die beste Möglichkeit der Welt. Das sind ein Protektorat. Okay, ich kann ja auch kein Protektorat werden, wahrscheinlich, ne? Ne, von mir aus. Ich denke mal nicht, dass ich so effektiv ein Protektorat werden kann, einfach. Ich glaube, die Spanier können hier unten nicht hinkolonialisieren, oder? Das müsste Neu-Granada machen, schätze ich mal. Oder können die trotzdem hier hinkolonialisieren, weil das ist ja eine Kolonialnation. Ich weiß es gar nicht. Kann sein, dass die da trotzdem hinkolonialisieren dürfen, weil es ihre Kolonialnation ist oder sowas. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Muss ich zugeben. Wie gesagt, ich bin im Spiel bei weitem kein Profi, also bitte erwartet nicht, dass ich was kann. Es ist meistens nicht der Fall. So. Gut, bauen wir einfach mal ein paar Gebäude weiterhin. Ich weiß ja gerade nicht, was ich machen soll. Das ist das Problem. Ich kann jetzt hier hoch noch kolonialisieren, damit wir die angreifen können. Ich meine, ich... Ach, natürlich, die sind ein Protektorat. War ja klar. Was auch sonst, ne? Und das ist kein Protektorat, hoffe ich mal. Nein, das könnte man angreifen. Ob mir das recht viel bringt, ist die andere Frage. Ja, besser bringt mir sogar was. Ach, komm. Haben wir eine Kolonie mehr, weil wenn Frankreich hier hochkommt, kann es durchaus sein, dass die zum Protektorat werden. Was ja jetzt nicht unbedingt in unserem Sinne sein kann. Ich nehme mal meine halbe Armee mit, die andere kann oben bleiben. Ich meine, das reicht ja normalerweise auch. Ich habe keinen Kriegsgrund gegen euch, ne? Doch, habe ich. Es war wahrscheinlich von der Mission, hä? Die Verwestlichung brauche ich ja nicht. Da hatten wir ja letzte Folge schon unsere negativen Erfahrungen damit. Mache ich so schnell erstmal nicht mehr. Gut, wir könnten theoretisch hier in die humanistischen Ideen gehen. Komm, das machen wir jetzt auch einfach mal. Ich meine, nationale Unruhen minus 2 ist ja zum Beispiel gar nicht mal so schlecht. Wäre auch nützlich, weil wir haben relativ hohe nationale Unruhe eigentlich. Also nicht so niedrig, wie es eigentlich sein sollte. Mit Japan, glaube ich, hatten wir da letztes Mal wesentlich mehr. Aber gut, werden wir schon hinkriegen. Sonst kolonialisieren wir einfach mal fröhlich weiter. Es werden eh gleich zwei, bald auch eine dritte Kolonie fertig. Insofern geht es dann ja auch. Tempel sind auch immer wichtig. Wenn man ein Geld hat, was gerade nicht so direkt der Fall ist. Ja gut, plus 8,7 ist eigentlich völlig in Ordnung. So, da ihr hier seid, gibt es jetzt erstmal Krieg. So, Attacke. Ich hoffe, das ist keine Bergprovinz. Nein, aber auch nicht viel besser. Okay. Santiago ist fertig. Hier rüber. Schnell, bevor die Franzosen kommen. So. Jetzt schaue ich mal, was die nächste Mission ist. Vielleicht ist es ja Korn. Das wäre ganz nett. Je nachdem. So, euch haben wir geschlagen. Dann Na, Moment, lasst mal eine Belagerung zurück. Sonst bauen die wieder Truppen. Auch wenn sie in der kurzen Zeit vermutlich nicht allzu viele Truppen bauen können. Aber man muss es ja nicht herausfordern. Eisen ist auch genügend gewachsen. Eisengard. So. Wunderbar. Was war das jetzt für eine Provinz? Die hier unten wahrscheinlich, ne? Genau. Okay. Weiter Küste runter, dann sind wir ja eh schon hier unten angekommen. Dann geht es jetzt so ein bisschen hier rüber und dann wieder hoch. Wobei der dann wahrscheinlich das Festland hier innen kolonialisiert und der hier unten die Küste weiter nach unten. Damit wir da immer so ein bisschen weiterkommen überall. Ich schau mal, ob ich noch irgendwie eine Core-Mission kriege. Sonst muss ich schauen. Ja, das müssen wir auch irgendwann machen, ne? Ist ja doof, weil das Autonomie... Schmarrn, weil das Unruhe verursacht, wenn hier die Kulturen nicht passen. Wobei das natürlich auch jetzt wahrscheinlich kein Problem wäre. Ich meine, das Konvertieren verursacht, soweit ich weiß, auch Unruhe. Insofern ist es wahrscheinlich relativ egal. Aber das ist praktisch, das wollte ich unbedingt haben. Jetzt haben wir nämlich schon minus 4 Unruhe und das dürfte schon einige Rebellionen im Keim ersticken. Theoretisch zumindest. Mal schauen, ob das so klappt, die Rechnung. Ah, perfekt, die ist auch fertig. Hier wird alles gerade fertig. So, du gehst hier weiter. Zur Carmen. So. Wird doch mit den Inka, wird doch. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir gegen die Europäer überleben, wobei die irgendwie nicht allzu viel von sich sehen lassen, ne? Also kann man sagen, dass die nicht sehr aktiv sind hier. Kann natürlich auch sein, dass es wirklich verbuggt ist, wie ich gehört habe, im neuen Patch.
dass das einfach mit der Kolonie nicht mehr richtig funktioniert. Ich weiß es nicht genau, muss ich zugeben. Täusch, wo ist denn Täusch? Nee, Täusch will ich eigentlich gerade nicht haben. Ich nehme lieber die bestehenden. Perfekt. Kavalleriekosten minus 10, das bringt mir herzlich wenig eigentlich. Gut, schauen wir mal, ob wir die Franzosen hier noch einquetschen können hier irgendwie. So 100% Kriegsstand, das heißt. Meins, ne? Danke. Danke für die Provinz. Bringt die was? Oh ja, zwei Grundsteuer geht da. Geht, geht, geht. So, schauen wir mal, was die Missionen sagen. Befestigt Tandil. Kann ich machen, das ist die hier oben, ne? Befestigt Tandil, genau. Gebäude. So. Konvertieren, machen wir auch gleich. Ich könnte sie zuerst coren, aber. Ach, na toll. Na, von mir aus. Ich will jetzt keine Rebellen haben. Gut, dann coren wir die mal, weil wahrscheinlich wird es da keine Provinzen mehr geben. Die sind ja mit Bauen beschäftigt, glaube ich. Och Gott, 21 Unruhe, seid ihr verrückt? Ihr habt ja wohl den Schaden. Und ich konnte hier einfach fröhlich weiter, einfach weil wir es müssen. Oder weil wir es irgendwann sowieso müssen, wahrscheinlich. Ich meine, die sind da blöderweise zu klein. Es gibt hier auch, glaube ich. Moment. Irgendwo gab es hier. Moment kurz, ich muss das mal suchen. Irgendwo gab es hier eine Diagramme-Ansicht. Ich weiß nur nicht, wo, muss ich zugeben. Müsste doch hier irgendwo sein, oder? Hand. Nee, 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 so nicht. Ach Gott. Moment, Religionen. Irgendwo gab es da eine Diagramme-Ansicht, aber ich habe keine Ahnung, wo. Ist ja auch egal. Irgendwo gab es die auf jeden Fall. Ach, ich kann ja. Ich dachte jetzt, ich kann die Ding vergrößern, die Map-Mode-Buttons, aber das geht leider nicht. Hier kann man übrigens das Log einschalten, wenn man es mal braucht. Also, wäre vielleicht ganz nützlich. Weil hier wird nicht immer alles angezeigt. Das sollte ich mir merken, das Log hier unten, ne? Naja, gut. Tue ich eh nicht im Endeffekt. Ich kenne mich da blöderweise zu gut. Was jetzt irgendwie auch nicht so praktisch ist. So. Gebt mir all euer Geld. All eure Steuern. Esmeraldas hat eine Kulturkonvertierung erlebt. Wunderbar. Euch können wir nicht konvertieren, weil ihr gerade baut, also Koran. Das wäre jetzt ganz praktisch gewesen. Hätte ich wahrscheinlich nicht tun sollen, dass ich die starte, die Konvertierungen oder was ich da gerade gemacht habe. Hier konvertiere ich und dem anderen baue ich, glaube ich, einen Wall, ne? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Habe ich schon wieder vergessen. Mein Gott, mein Gedächtnis ist echt Premium. Ich habe die Portugiesen marsch. Nee? Okay, die sind hier um rummarschieren. Okay, von mir aus. So, Santiago ist gecored, wunderbar. Hier können wir weiterbauen. Ich baue jetzt erstmal auf Tempel und dann geht es auf die anderen Gebäude. Und da können wir auch die weiterführenden machen, aber ich brauche halt dafür Geld, was ich gerade zwar habe, aber auch nicht im Überfluss. Das mache ich doch gerade eh schon. Dann lassen wir das mal machen und bevor ich jetzt was anderes mache, dann core ich mal kurz Tandil. Einfach damit das gecored ist. Ist auch irgendwie logisch, sollte man machen. Gut. Gerade ist irgendwie relativ Stillstand. Ich überlege mir gerade, ob ich jetzt einfach eine Zeit ohne Aufnahme spiele und wenn es spannend wird, wieder einschalten soll. Also wieder aufnehmen soll. Ich weiß gar nicht. Ich glaube aber, ich mache das besser so, dass das hier. Dass das alles da ist. Sonst beschweren sich wieder Leute, dass ich Sachen rausschneide. Wobei, ich habe ja auch noch nie wirklich was rausgeschnitten. Insofern kann ich da auch keine Erf habe ich da auch keine Erfahrungen mit. Wie das ankommt bei Leuten. Oder bei Zuschauern halt. Bei Leuten hört sich auch komisch an. So. Schauen wir einfach mal weiter. Die Kolonien brauchen ja gerade wieder ein bisschen. Da ist ein General drin, da nicht. Wir könnten mal einen. Kann ich einen General noch einstellen? Nein. Okay. Dann nicht. Hätte jetzt gedacht, wir können uns vielleicht einen leisten, einen weiteren. Wie sieht es denn Armeelimit technisch gerade aus? Wow, ich kann auch ein paar Truppen bauen. Okay.
Was haben wir denn gerade für eine Zusammenstellung? 1866. 1667. Dann machen wir doch da mal. Und dann brauchen wir hier noch eine Einheit Kanonen und hier zwei. Dann sollten. Okay, kein Geld. Dann sollten wir ungefähr in die Nähe des Armeelimits kommen. Dann ist es auch wieder ausgeglichen von den Armeen her. Ich bin noch ein bisschen perfektionistisch. So ein bisschen vielleicht. Aber gut, kriegen wir hin, kriegen wir alles hin irgendwie. Kaum nehme ich auf, bin ich schon wieder am Gähnen. Das ist echt eine Katastrophe manchmal. Morgen geht für mich das Studium wieder los. Also für mich morgen, für euch wahrscheinlich. Keine Ahnung, wann die Folge kommt. Ich weiß es nicht genau. Ja, das geht dann alles wieder. Dann habe ich halt weniger Zeit für Let's Plays. Ihr kennt das ja. Aber ich denke, das wird noch alles gehen. Wenn nicht, dann muss halt irgendein Projekt dran glauben. Mal schauen. Ich weiß auch nicht, ob ich Stronghold weitermache. Muss ich mich noch entscheiden. Das verschiebe ich jetzt erstmal, ob ich es überhaupt schaffe. Wenn ich schon jetzt die Projekte, die momentan laufen, also EU4, City Skylines und Rollercoaster Tycoon, nicht gebacken kriege, dann brauche ich Stronghold gar nicht erst anfangen. Irgendwie. So, die Carmen kriegt 100 Bevölkerung, das ist gut. Dann hat die Carmen noch ein bisschen Spaß. So, was. Wir rekrutieren noch, oder? Nein, irgendwie ist das trotzdem schon wieder unausgeglichen. 1868. 2068. Okay. Wir können uns aber keine mehr leisten. Dammit. Dann machen wir es folgendermaßen. Komm her. So. Jetzt ist es symmetrisch. Blöde Symmetrie waren immer. Das ist manchmal echt nervig. Aber gut. Hat auch seine Vorteile. Na, Geld, komm her. Take all the temples. Oder build all the temples, besser gesagt. Ach, das muss ich noch coren. Ach, ich konvertiere den gerade, deswegen geht's nicht, okay. Aber der wird auch bald fertig. Insofern passt es dann schon. Hat immer noch ewig Unruhe, wahrscheinlich gerade noch wegen dem Konvertieren auch mit, ne? Das macht's gerade nicht besser. Oh Gott. Wo? Katamarka? Wo ist Katamarka nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ups. So. Das ist hier. Kann ich vielleicht. Und wo noch? In Asunkion. Ja, okay, da komme ich nicht mehr hin. Da komme ich nicht mehr hin, wahrscheinlich. Ich meine, ich kann es probieren, ob ich noch hinlaufen kann, so schnell, aber. Ich glaube das nicht, dass das funktionieren wird. Ich meine, es sind nur 3000, da müsste ich eigentlich gar nicht so viele hinschicken, aber. Na, jetzt sind sie auch schon unterwegs. Gibt halt blöderweise. Ach, wisst ihr was? Moment. Die zweite Armee läuft jetzt hier oben hoch. Und dann schauen wir mal, ob wir es noch schaffen, bevor sich die Revolte hier selber auslöst. Wahrscheinlich nicht, aber man kann es ja mal probieren. Zur Not, die Armee brauchen wir dort unten sowieso zum Niederschlagen. Insofern können wir es ja so oder so mal runterbringen jetzt. Bin gespannt, was die Franzosen hier sagen, wenn wir sie einkolonialisiert haben. Die es überhaupt stört. Mal schauen. Die sind ja scheinbar hier oben gerade beschäftigt und die Bretagne ist durch Bauern besetzt. Okay. Ja, haben wir nicht geschafft. Schade. Ja gut, dann könnt ihr gleich angreifen. Ist auch kein Problem. Machen sie eh schon. So. Ich bräuchte mal Legitimität, ne? Wie ist eigentlich mein Erbe gerade so drauf? Wow, 462. Also diplomatisch ist der top. In anderen, also militärischen Beziehungen leider nicht so. Diplomatisch wird wohl für uns wahrscheinlich auch recht wichtig sein. Weil es einfach schlicht. Ich weiß nicht, ob wir gegen die Europäer militärisch bestehen können. Ich meine, wir haben genug Truppen und die Europäer müssen erstmal zu uns kommen. Das muss man beachten. Allerdings, wenn sie halt mal da sind in der großen Zahl, dann sind wir wahrscheinlich tot, weil uns die technisch halt weitaus überlegen sind. Ich meine, ja, wir sind inzwischen knallrot, nicht mehr komplett so dunkelrot. Das ist ja schon mal was. 11, 10, 10. Sogar die. Ja, gut, sogar die Kolonialnationen sind uns um 5 Tech-Stufen überlegen. 6 sogar. Gottes Willen. Hilfe. Die Bretagne zum Beispiel ist 6 Tech-Stufen. 7 Tech-Stufen über uns. Also, naja. Wobei die Bretagne jetzt wohl das geringste Problem sein wird.
Ich glaube eher, das Problem werden Spanien, Portugal und Frankreich. Ah, perfekt. Eine Kolonie ist fertig. Das bist du hier oben, ne? So, Kolonisten und dann geht's weiter. Und Korn. So, dann wird doch das langsam alles, ne? Das müssen wir Korn, aber da kann ich ja nicht, weil missioniert wird. Das ist aber auch bald vorbei. Und dann geht das alles wieder, hoffe ich. So, das Geld geht uns immer wieder aus, obwohl wir neue Geldeinnahmequellen bauen. Aber gut, das ist auch irgendwo klar. Nein, bitte keine neuen Kolonien gründen. Habe ich gerade keine Lust zu. Ne, die Franzosen machen gerade hier wieder nichts mehr, ne? Keine Ahnung, wo die dann sind. Ach, das Orakel von Cusco mal wieder. Ich meine, hier Autorität wie früher brauchen wir ja nicht mehr. Wir sind ja inzwischen reformiert. Insofern geht das ja alles. Alter. Ach, das war die Kolonie. Okay, dann ist die schon fertig. Wunderbar. Das war wahrscheinlich die hier, ne? Warum habe ich Anspruch auf die Provinz? Ich weiß es nicht genau. Ist auch egal. So, Kolonial La Plata. Ist das alles gut, dass wir keine Kolonialnationen gründen? Weil sonst wäre das jetzt schon witzig geworden. Wahrscheinlich. Aber das machen Eingeborene, soweit ich weiß, nicht. Ich muss die Inflation ab und zu mal runterhauen, weil sonst nimmt das echt überhand. So, die Carmen ist auch endlich erwachsen. Wo ist sie denn, die Carmen? Da unten, ne? Dann geht's gleich weiter nach San Antonio. Oder San Antonio. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. So, ich würde jetzt immer noch gern Schiffe bauen können, ne? Aber. Ja, gut. Wahrscheinlich werden wir da erst verwestlichen müssen, damit das irgendwie mal funktioniert. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wann das passiert. Beziehungsweise wann man hier Schiffe bauen kann, was man da machen muss. So wird das hier bald mal. Dauert noch ein, zwei Minuten, okay. Oh, Regimentskosten, das ist gut. Ich mache jetzt mal ein bisschen auf Ideen, einfach weil wir technologisch eh nicht nachkommen. Und die Ideen ja doch auch was bringen. Befestigt Santiago. Können wir machen. Ich weiß nur nicht mehr, wo es ist. Wie immer. Santiago, okay. Kann ich mir nicht leisten, weil keine Militärpunkte. Na, ganz toll. Habe ich wieder gut gemacht. Jetzt hat. Also kolonialisieren können wir hier eigentlich relativ schnell. Ich mache es trotzdem auf Stufe 5, weil gerade eh nicht viel passiert, außer kolonialisieren halt und Gebäude bauen ab und zu mal. Mehr ist halt gerade einfach nicht los. Na gut, Tabak ist gut. Tabak ist super. Da kann man das anfangen mit. Wäre halt schön, wenn ich mehr Händler hätte, ne? Aber gut, im Endeffekt bringen sie mir nichts, weil Handel schützen kann ich ja eh nicht. Weil ich keine Schiffe habe dafür. Irgendwie auch schon traurig, dass ich meinen eigenen Handel nicht schützen kann, weil ich keine Schiffe dafür habe, ne? Ja gut. Irgendwie kriegen wir das schon hin. So ein bisschen Glaubenstoleranz ist doch auch mal nicht schlecht. Was macht die Bretagne hier? Oh, die marschieren hier nur durch. Okay. Warum auch immer die durch mein Gebiet marschieren dürfen. Ich habe keine Ahnung. Manchmal ist irgendwas wurde da mal geändert. Dass die da durch, unter bestimmten Bedingungen ohne Militärzugang durch irgendwelche Gebiete marschieren können. Ich weiß allerdings gerade nicht mehr, was das war. Okay, Cuenca ist konvertiert. Wunderbar. Wird doch alles langsam, ne? Ist ja gut, Leute, ist ja gut. Ach, von mir aus diplomatisch macht, habe ich gerade genügend. Hätte vielleicht eine Ideengruppe diplomatisch nehmen sollen, dann wäre das jetzt nicht mehr so übertrieben.
Na komm. Bisschen Geld noch, danke. Da haben wir nämlich überall, nein, fast allen Gebieten, bis auf hier oben, haben wir dann unsere, ja, haben wir dann Tempel überall. Und dann können wir ja mal die fortgeschritteneren Gebäude davon bauen. Oder andere, je nachdem. Aber die Portugiesen machen echt nichts mehr in der Gegend, ne? Genauso wie die Spanier nicht. Kann jetzt natürlich sein, dass wir durch den Bug so ein bisschen den Easy-Mode hier genommen haben, weil normalerweise würde ich sagen, wären die Europäer schon längst in unserer Gegend und hätten auf uns draufgeschlagen, nenne ich es einfach mal. Ich glaube, das wäre normalerweise nicht so glimpflich davon gegangen. Es kann natürlich jetzt sein, dass das wirklich verbuggt ist. Das wäre natürlich ein bisschen blöd, weil da ehrlich gesagt so ein bisschen die Herausforderung fehlt dann. Aber gut, ich kann es ja soweit nicht ändern jetzt. Also ich starte neu, aber ich glaube, das ist auch keine Option gerade. Wenn, dann würde ich eher was anderes spielen. Und dann das mit den südamerikanischen oder mittelamerikanischen Völkern mal nochmal wann anders probieren. Wenn der Bug gefixt ist. Wenn es überhaupt einer ist. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nur gehört, wie gesagt. Soll ich einfach mal ein bisschen Sachen bauen? Das ist doch immer gut. Und hoffen, dass die Kolonien fertig werden. Misiones ist bald fertig. Wo ist denn das nochmal? Das ist das hier. War das nicht die letzte Kolonie, die wir gestartet haben? Nee, ich glaube nicht. Nee, das war die erste, glaube ich. Sonst wäre es zumindest ein bisschen seltsam, dass die schon fertig ist fast. Und die anderen nicht. Ja, wir müssten hier unten auch überall Rüstkammern bauen, ne? Die Lücke mache ich jetzt auf jeden Fall mal zu. Die stört mich persönlich. Perfekt. Mission erfüllt. Ich weiß, ich kann verwestlichen. Befestigt Itapua. Das war hier oben, glaube ich, die Provinz, ne? Genau. So. Müssten wir inzwischen nicht schon fast überall Erdwelle haben? Oder ein Grundsteuer? Super. Oder hat sich das irgendwie erledigt? Ich habe keine Ahnung. Ah, Technologie. Kolonialreichweite bringt uns, das bringt uns alles im Endeffekt nichts, weil wir ewig brauchen, bis wir hier mal zu Gebäuden kommen. Wobei, inzwischen geht's ja, weil wir ja doch ganz gut verdienen inzwischen. Und Gebäude bauen können. Das ist auch viel wert, ne? Kann auch nicht so sein, dass man Geld hat. So, jetzt gehst du mal nach hier. Misiones ist ja fertig, das können wir gleich auch Korn. Und dann haben wir nur noch eine Provinz, um die Franzosen hier komplett einzukesseln. Dann schauen wir mal, was sie tun. Momentan tun sie nämlich gar nichts. Und kosmopolitanisch La Plata macht auch nichts. Na gut, ich habe auch nicht erwartet, dass die allzu viel tun. Wobei die auch kolonialisieren können unter Voraussetzungen. Wenn sie halt die richtigen Ideengruppen dazu nehmen. Aber das habe ich ehrlich gesagt selten gesehen. Normalerweise kolonialisieren die jeweiligen Mutternationen quasi dann für die. Anders habe ich es noch nicht gesehen bisher. Kann mich aber auch täuschen, vielleicht machen die das mal. Weiß ich gerade nicht. Jetzt müsste ich nur die Provinzen finden, die hier am meisten so Ding haben, ne? Produktionseffizienz. Irgendwie schauen die alle nicht wirklich auffällig aus, ne? Ne, die haben alle nichts. Marktplätze, da ist zum Beispiel einer mit Handelseinfluss, das könnten wir steigern. Geld ist immerhin Geld, beziehungsweise Handelseinfluss bringt uns ja dann auch Geld. Im Endeffekt. Wo haben wir denn hier schon Handelsdepots? Oh Gott, teuer. Teuer Geld. Ja gut, wir müssten echt mal hier alles voll bauen mit diesen Steuergebäuden, aber das ist auch so teuer immer. Man kostet mich ja auch Machtpunkte, das ist auch noch weiterhin das Problem, ne? Integriert San Antonio. Machen wir. Was für eine Kolonie ist das? Du bist es. Die wird auch irgendwann mal fertig. Sind halt nur ein paar Sachen jetzt. Gut, Cusco pushen wir mal nochmal von der Grundsteuer. Muss ja sein, ne? Kriegen wir ja Geld für. Und da wir alle wissen, ist Geld hier in diesem Spiel recht wichtig.
So, wir haben keine nicht akzeptierten Kulturen mehr, nur tolerierte bisher. Wenn man das so nennen kann. Ich glaube, das ist toleriert einfach. Nein, ich will nichts ändern. Ich meine, die Tolerierten hier zu ändern, das macht eigentlich keinen Sinn. Das ist nicht sehr sinnvoll eigentlich. So, Integration ist fertig. Wunderbar. Gut. Befestigt Corrientes. Jetzt müsste ich nur wissen, mal wieder, wo die Provinz ist. Es ist echt immer ein bisschen problematisch, die Provinzen zu finden. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Corrientes, da ist sie. Hoffe, das war das Richtige. Sonst habe ich mir ein bisschen gefailt. Aber ich würde sagen, das war es eh schon für die heutige Folge. Und man sieht sich morgen in der nächsten. Und bis dahin, Servus.